Auch nochmal ganz herzlich willkommen von mir. Ich bin also in Rheinland-Pfalz der Geschäftsführer, nicht der Vorsitzende, das ist der Georg. Aber das spielt auch eine untergeordnete Rolle. Uns geht es nicht um Ämter oder Positionen, uns geht es um die Sache. Und wie der Dirk Hesse vorhin schon ausgeführt hat, vor allen Dingen wollen wir im Moment informieren, weil wir der Meinung sind, dass ja, die Bevölkerung wirklich in vielen Bereichen sehr uninformiert ist und das wird von der Politik auch geschürt. Es wird nicht nur von der Politik geschürt, sondern es ist ein Apparat, ich weiß nicht, wer von Ihnen den Film Matrix kennt. Also es wird eine Welt vorgegaukelt, die eigentlich gar nicht da ist. Es werden Prioritäten vorgegaukelt, die gar nicht da sind. Und andere Dinge, die werden uns ja als Nebensächlichkeit serviert. Denken Sie nur mal drüber nach, wenn Sie die Nachrichten sehen und Sie sehen 10 Minuten irgendwo ein Erdbeben, 100 Leute kamen ums Leben, dann kommt ein Fußballspiel. Ja? Das muss man sich mal vorstellen, wie pietätslos das eigentlich ist. Ja? Leute, die umkommen, die ihre Existenz verlieren, das bekommt einen ähnlichen Zeitraum wie ein Fußballspiel, wo irgendwelche völlig überbezahlten Menschen zu unserem Vergnügen ein bisschen auf den Ball rumtrampeln. Ich möchte jetzt nicht respektlos gegenüber Fußball sein, aber für mich ist dieses Thema einfach das gleiche Thema Brot und Spiele, was wir vor 2000 Jahren auch schon mal hatten. Aber jetzt zu dem eigentlichen Vortrag. Ich möchte Ihnen ganz klein bisschen was über unsere aktuelle Situation berichten. Ich möchte Ihnen einen Weg aufzeigen, den ich sehe. Und ich möchte Ihnen auch zumindest Komponenten einer Zielvorstellung darstellen, wie sie eben die PDV hat. Können wir die nächste Folie mal gerade haben? So, fangen wir erstmal mit der Ist-Situation an. Und zwar das Thema Staatsverschuldung. Jetzt könnte man sagen, Staatsverschuldung tut uns erstmal nicht weh, tut uns auch erstmal nicht weh, nur irgendwann muss die ja zurückbezahlt werden. Und die wird beispielsweise auch von Steuergeldern zurückbezahlt. Im Zweifelsfall von unseren Kindern, von unseren Enkeln oder deren Kindern. Ja? Das heißt, unsere Politiker verschwenden das Geld von Generationen, die erst kommen, die sich nicht wehren können, die keine Stimme haben. Sie machen es einfach. Jetzt kommt aber noch etwas dazu. Die Verschuldung kostet ja Zinsen. Auch jetzt zahlen wir Zinsen. Trotz der geschickten Manipulationen, trotz der Tatsache, dass riesige Geldmengen, ich glaube, es sind 70 Milliarden pro Monat, ich habe die Zahlen gar nicht mehr weiter verfolgt, von der Europäischen Zentralbank gedruckt werden. Ja, also man erhöht einfach die Geldmenge. Das ist eine putzige Sache. Man kann damit Liquidität schaffen, aber dahinter steckt keine Substanz, ja. Man schafft etwas, was eigentlich keinen Wert hat und man enteignet damit Menschen. Und diese Tatsache, dass man die Zinsen so weit runtersetzt, hat natürlich auch Konsequenzen für unser Sozialversicherungssystem. Ja? Also unsere Politiker haben immer geschickte Strategien, um ein Problem, was sie geschaffen haben, zu lösen und damit 3 neue zu schaffen. Und das ist genau das, was der Dirk Hesse vorhin auch ausgeführt hat. Wir glauben an so einen Staat, der löst ja alle Probleme. Nein, er schafft sie. Die meisten Probleme, die wir haben, haben Staaten geschaffen. Da ist unser Staat nicht ganz besonders. Es gibt andere Staaten, die beherrschen das noch viel besser. Ja, die sperren Leute in riesigen Konzentrationslagern ein. Das gibt es heute auch noch, nicht nur vor 70 Jahren. Und foltern Menschen, die nicht genau ihrer Meinung sind. Schauen Sie in die Türkei. Also es gibt eine ganze Menge Länder, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Erstaunlicherweise haben unsere demokratischen Politiker kein Problem, mit diesen Leuten, mit diesen ja, Kriminellen, gemeinsame Sache zu machen oder Geschäfte zu machen. Ich denke da auch an den ein oder anderen Vertrag von ehemaligen deutschen Politikern mit Ländern, wo auch Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Denken Sie einfach mal darüber nach. So, aber hier sehen Sie, wie unsere Staatsverschuldung unaufhörlich weiter steigt. Und die Zahl, die da oben steht, das sind Billionen Euro. Die Angabe da, die stimmt nicht ganz. Es sind nicht 2 Millionen, sondern Billionen Euro. Ja? Auf diesem Niveau sind wir inzwischen. Das ist eine Zahl, die meisten Menschen sich gar nicht vorstellen können. Das hier ist vielleicht etwas griffiger. Hier ist die Pro-Kopf-Verschuldung angegeben. Ja? Wir haben ca. 80, 82 Millionen Menschen hier in Deutschland, die hier gemeldet sind. Und pro Kopf, und da ist jetzt auch der Säugling dabei und der Mensch, der schon im Sterben liegt, der ist auch dabei. Jeder von uns hat ca. 25.000 Euro Schulden, Staatsschulden. Das heißt, wir werden dafür haftbar gemacht, für etwas, was ein Haufen, wir haben die Chaoten in den Thron oder auf den Thron gesetzt, das muss man sagen. So, aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Da kommen die privaten Schulden noch dazu. So, und wenn Sie sich jetzt mal ansehen, das Pro-Kopf-Vermögen, was wir in Deutschland haben, dann werden Sie feststellen, wenn man diese Effekte da reinrechnet, dass mehr als 50% der Menschen, die hier in Deutschland leben, eigentlich gar kein Vermögen haben. Sie werden durch so etwas unter anderem schleichend enteignet. Es gibt noch ein paar andere schöne Mechanismen, wie man sowas machen kann, aber es ist eine Art von Enteignung. Nächste Folie bitte. So,
Vor allen Dingen kommen zu den tatsächlichen Schulden noch einiges dazu. Oder wenn man die tatsächlichen Schulden betrachtet, kann man nicht nur diese Schulden betrachten, sondern man muss neben den offiziellen Staatsschulden auch fehlende Rückstellungen für Pensionen betrachten. Also manche Politiker haben so die geschickte Strategie, sie stellen Beamte ein, weil das kostet ja nicht so viel wie ein Angestellter. Für einen Angestellten muss man in die Rentenkasse einbezahlen, die Krankenkasse einbezahlen und so weiter. In die Arbeitslosenversicherung. Beamte zahlen nicht ein, sondern es sollten eigentlich vom Staat Rückstellungen gebildet werden. Aber sie werden teilweise gar nicht gebildet. So, und irgendwann werden diese Beamten, und das wird sehr bald kommen in den nächsten Jahren, die werden dann sagen, so, wir wollen unsere Pensionen haben. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie hoch Pensionen im Verhältnis zu Renten sind. Also ganz nett so. So, und dieses Geld muss aufgebracht werden. Ja, es ist aber nicht da. Woher nimmt man das? Ja, von Steuergeldern. Ganz einfach. So, und dann kommen noch so Späße dabei, Kosten für die Rettung Europas. Europa musste nie gerettet werden. Ja, Europa hatte nie ein Problem, sondern korrupte Banken hatten ein Problem. Auch Griechenland, ja, es waren nicht die bösen Griechen, es waren korrupte Banken. Und da waren auch deutsche Banken und andere europäische Banken dran beteiligt, die sich da die Taschen richtig voll gemacht haben über horrende Zinsen, teilweise über 20%. So, natürlich haben auch korrupte Politiker, auch griechische Politiker mit bei dem Spiel gemacht. Aber im Endeffekt, wir retten nicht Europa, sondern es wird in die Taschen von einigen wenigen Kriminellen Geld geschaufelt. Und wir alle zahlen das. Nicht nur wir, auch die Griechen, Italiener und viele anderen auch. Ja? Das passiert. Uns wird nur die Sache etwas anders verkauft. Ich kann das alles nicht hier ausführen in Gänze, weil es sehr komplex ist. Aber Sie finden im Internet eine Menge Informationen darüber. Und wenn Sie die unseriösen Quellen weglassen, werden Sie genug substanzielle Informationen finden, um sich davon ein Bild zu machen. So, und das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt, was da eigentlich passiert. Ja? Und ich erinnere wieder an Matrix, wo uns eine Welt vorgegaukelt wird, wie sie nicht wirklich ist. Ich komme später noch auf ein paar andere interessante Punkte zu diesem Thema. So, hier sehen Sie sich einfach mal die Steuerschätzung an. Das ist auch ein sehr schönes Thema. Ja? Das zockt uns der Staat nur in Form von Steuern ab. So, und das sind ältere Schätzungen. Ich habe keine aktuellen Zahlen gesucht, weil es auch nicht so interessant ist. Es passiert immer wieder das Gleiche. Es wiederholt sich von Jahr zu Jahr. Also es sind kriminelle Machenschaften. Ich bezeichne sie deshalb als kriminell, weil sie eine extreme Ungerechtigkeit hervorrufen. Natürlich sind sie im Sinne des Staates vollkommen legal. Es ist auch vollkommen legal, dass ein Bundestagsabgeordneter jeden Monat 4.000 Euro einfach so bekommt, ohne Steuern, ohne Sozialabgaben, ohne Gegenleistung, ohne Nachweise. Ich glaube nicht, dass Sie 4.000 Euro einfach so bekommen, ohne sie zu versteuern. Warum ist das so, ja? Warum bekommt der Bundestagsabgeordnete dieses Geld und Sie nicht? Ich verstehe es nicht. Ich empfinde es auch nicht als gerecht. Für mich ist es kriminell. Aber, und das ist der kleine Unterschied, die Leute, die im Bundestag sitzen, die machen die Gesetze. So, und das ist ein ganz einfaches Prinzip, ja? Wenn ich zwei Menschen habe, der eine kann entscheiden und der andere kann nur gehorchen, ja, dann kann der eine auch sagen, mir gehört alles und dir gar nichts. Und genau das machen letztlich unsere Politiker. Sie geben uns ein bisschen was, sie wollen uns ja am Leben erhalten, wir müssen ja Steuern zahlen. Aber sie geben uns nicht mehr, als wir brauchen zum Leben. Das ist zynisch, aber es ist so. So, jetzt schauen Sie sich einfach mal an, wo das hingeht. Ja? Wir sind jetzt schon irgendwo 2017 bei ca. 700 Milliarden Steuern, nur Steuern, die wir abdrücken müssen. So, und das geht immer noch weiter hoch. Ja? Herr Schäuble freut sich, dass er immer mehr Steuern präsentieren kann, dass er eine schwarze Null schreibt. Klingt alles ganz putzig, ist im Prinzip aber auch wieder nur eine Volksverdummung. Weil man schafft im Prinzip auf einer anderen Stelle Probleme, dadurch, dass man auch beispielsweise die Schulden nicht zurückbezahlt und viele andere schlimme Dinge macht, die dazu führen, dass unser Staat systematisch ausgehöhlt wird. So, jetzt schauen Sie sich mal an, was mit den Steuergeldern gemacht wird. Auch das ist interessant. Jetzt haben wir hier nur den Bundeshaushalt. Vorhin haben Sie Bundeshaushalt, Länderhaushalt und kommunale Haushalte gesehen. Aber der Bundeshaushalt ist ungefähr die Hälfte der gesamten Steuereinnahmen. Also der Bund holt sich den größten Teil und sagt, alles meins und jetzt machen wir was Schönes. So, beispielsweise gibt der Bund sehr viel Geld aus für Arbeit und Soziales. So, 42%. Wir reden über ca. 350 Milliarden und davon werden 43%, sagen wir mal 300 Milliarden, für Arbeit und Soziales ausgegeben. So, was ist das? Es ist vor allen Dingen zu 50% erstmal Verwaltung, weil das meiste, was der Staat macht, ist Verwaltung. Er schafft durch Gesetze einen undurchschaubaren Dschungel an Strukturen, die auch die Beamten nicht mehr durchschauen, obwohl sie den ganzen Tag Zeit haben, sich mit dem Unsinn zu beschäftigen, aber auch die sind überfordert damit und kriegen es nicht mehr hin. Und es entsteht eine ungeheure, eine Aktivität, die eigentlich nichts bringt.
Und jetzt bringe ich Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel. Der Dirk Hesse hat vorhin das Thema Flüchtlinge angesprochen. Das finde ich ein sehr interessantes Thema. Also erstmal, Flüchtlinge müssten uns gar nichts kosten. Man hat über 1 Million gesprochen, die hier reinkommen. Wenn man jedem 1.000 Euro geben würde im Monat, wären das gerade mal 12 Milliarden. 12 Milliarden bei einem Bundeshaushalt von 700 Milliarden. Ja, was ist denn das? Kann man den Leuten doch einfach geben. Fertig. Man könnte aber noch was Besseres machen. Man könnte sagen, hier, ihr kriegt eine Arbeit und könnt für euren Lebensunterhalt arbeiten. Die meisten würden das gerne machen. Aber jetzt gibt es noch was Besseres. Die Leute, die arbeiten wollen, die sich integrieren, die sich bemühen, die werden ausgewiesen. Konkretes Beispiel, das ist ein Azubi von uns, mein Bruder und ich haben eine kleine Firma. Und der Azubi, der ist jetzt 17 Jahre alt und dessen Mutter und kleiner Bruder, die wurden bei Nacht und Nebel um 4 Uhr morgens von 12 Beamten abgeholt und ausgewiesen. Die Mutter hat vorgearbeitet und der kleine Bruder ist 11. Das muss man sich mal vorstellen. Man hat ihnen das Geld abgenommen, was sie hatten. Das Geld kam übrigens größtenteils über Spenden, weil sein Vater war vor ein paar Monaten gestorben. Das heißt, der arme Kerl hat den Vater gerade verloren. Die Schwester hat man schon ausgewiesen, als sie 18 war. Und jetzt wird die Mutter und der kleine Bruder auch ausgewiesen. Man muss sich mal vorstellen, wie unmenschlich das ist. Aber dafür hat der Staat auch genug Beamte, das ist kein Problem. Ja. Da kann aber gerade mal so eine Einsatztruppe 12 Leute, ja, um eine Frau und einen kleinen Sohn auszuweisen, das kriegt man auf die Reihe. Aber sonst haben wir immer Personalknappheit, gerade bei der Polizei, in der Justiz übrigens auch. Und die ganzen Kriminellen, die da rumlaufen, da rede ich jetzt nicht von Asylanten, sondern ich rede von Kriminellen, die wir hier haben, die wir auch in der Politik haben und in anderen Bereichen. Da macht man nichts. Bestenfalls verjähren die Verfahren, weil die Staatsanwaltschaft die ermittelt. Und sie ermittelt. Und sie ermittelt über 4 Jahre. Ja, und dann kommt nichts mehr raus. Also genau das, was das Thema innere Sicherheit, da geht es um Gerechtigkeit, da geht es um den Schutz von Menschen, um das Vermögen von Menschen. Da hat der Staat überhaupt kein Problem damit. Aber oh wehe, sie zahlen mal 5 Euro Steuern nicht, auch wenn es ein Versehen ist. Dann wird die gesamte geballte Macht des Staates auf sie eintreschen. So, was ist das für ein Staat? Ist das der Vaterstaat? Nein, das ist eine komische Organisation, die ganz komische Ähnlichkeiten mit mafiosen Strukturen in Italien hat. Ich weiß, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, aber vergleichen Sie doch wirklich mal, was die eine Organisation und die andere macht. Vergleichen Sie Zahlen miteinander. Dann werden Sie feststellen, das sind ganz komische Ähnlichkeiten. Nur, also es wird es anders verkauft, weil der Staat natürlich die Möglichkeit hat, alles wunderschön darzustellen. Schauen Sie sich die wunderschönen Plakate an, wo Herr Schulz oder Frau Merkel uns anlächeln. Klingt alles wunderschön, aber was passiert? So, und dann müssen Sie sich die Zahlen ansehen, dann sehen Sie, was passiert. So, wir können jetzt weitergehen, auch Bundesschuld hier, 12,4%, ja. Also, unsere Staatsverschuldung kostet uns nach wie vor eine Menge Geld. Das heißt, die Politiker haben Schulden gemacht. Und wir müssen dafür aufkommen, dass Zinsen dafür gezahlt werden. Und wir können jetzt so weitergehen. Verteidigung ist ein wunderschönes Thema. Ja? Also ich selbst bin Reserveoffizier. Ich weiß also, worüber ich spreche. Beim Bund wird etwa die 50% dessen, was an Geld da verbraten wird, ja, verschwendet, direkt verschwendet. So, dafür sind Generäle, Offiziere mitverantwortlich. Auch unsere Verteidigungsministerin ist dafür mitverantwortlich. Und es ist unser Geld, was da verbraten wird. Ich möchte jetzt nicht die Bundeswehr in Abrede stellen, sondern ich stelle nur die Verschwendung in Abrede. Ich sage einfach, es kann nicht sein, wenn irgendjemand im Auftrag der Bürger, im Auftrag der Steuerzahler über große Summen, hier geht es immerhin um ca. 30 Milliarden, verfügt, dann kann es nicht sein, dass die Hälfte davon verschwendet wird. Und beim Militär wird sie definitiv verschwendet. Auch dazu könnte ich Ihnen einige Beispiele nennen, aber das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen weit. Aber allein das, was Sie über die Presse mitbekommen haben, denke ich, reicht aus. Ja? Wo Flugzeuge nicht fliegen, Hubschrauber nicht fliegen, einfach Maschinen nicht einsatzfähig sind. Warum ist das so? Warum fließen da so viele Milliarden rein und es kommt nur Schrott bei raus? Oder noch härter, ja, wo Soldaten in die Wüste geschickt werden, wirklich in die Wüste, und die Schuhe sich in Wohlgefallen auflösen. Das muss man sich mal vorstellen, ja. So, machen wir einfach mal weiter. Hier ist auch ein interessantes Thema und das hat auch wieder mit unserem Staat zu tun. Ja? Es gibt diesen Begriff des Bruttoinlandsproduktes, des BIPs, und hier ist so ein bisschen dargestellt, wie sich das zusammensetzt. Ich habe wohl eine Folie von der Schweiz gefunden. Die Verhältnisse sind in Deutschland nicht so sehr viel anders, aber die Grafik war von der Schweiz und deshalb habe ich die auch genommen. Was Sie hier sehen ist, dass fast ein Viertel von der öffentlichen Verwaltung, Bildung, Gesundheit und sonstigen Dienstleistungen stammt. Jetzt möchte ich das nicht alles in einen Topf rühren, nur man muss auch wissen, dass auch im Gesundheitswesen weit mehr als 50% Verwaltung ist. Größtenteils Verwaltung, die vom Staat dem Gesundheitssystem übergestülpt wird. So auch das Thema Bildung, ja, ein sehr großer Teil Verwaltung.
So, das tragen wir alles mit, ja. Wir gaukeln uns also ein riesen Bruttoinlandsprodukt vor, von dem ja fast 50% Abgaben, Staatsabgaben sind in Form von Steuern und Sozialabgaben. Und im Endeffekt reden wir sowieso über eine Zahl, die nicht seriös ist. Ja? Wer hat was davon, wenn irgendein Beamter einen Stempel auf ein Papier macht, was kein Mensch braucht? Davon hat niemand was. Aber genau da ist die Erstellung des Bruttoinlandsprodukts mit drin. So, wir reden natürlich auch über Transport. Das ist dieser hellblaue Bereich der Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Kommunikation. Das sind natürlich keine 22% insgesamt, aber wir haben einen immensen Transportanteil. Wir haben beispielsweise Transporte, wo, ich sage jetzt mal, in Holland Tiere gezüchtet werden. Diese Tiere werden nach Spanien transportiert zum Schlachten, die kommen von mir aus nach Polen und werden weiterverarbeitet und die landen irgendwann in Deutschland im Supermarkt, rein fiktiv gesagt, aber es gibt solche Fälle. Und dieser ganze Transport, der wird subventioniert über EU-Subventionen, damit Sie auch eine Vorstellung haben, was mit diesen Geldern gemacht wird. Ja? Also hochbezahlte Politiker und Beamte entscheiden solche Dinge. Natürlich spielt da die Lobby eine kleine Rolle. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. In Brüssel sitzen 40.000 Lobbyisten. So. Die haben einen etwas besseren Draht zu den Politikern, als wir es haben. Und die entscheiden, was wichtig und gut ist und wofür Geld ausgegeben wird und nicht. Und da kommen beispielsweise auch solche tollen Sachen raus, wie dass ja, Transporte von lebenden oder toten Tieren kreuz und quer durch Europa steuerlich subventioniert werden oder sogar direkt subventioniert werden in Form von Zuschüssen. Das bezahlen wir mit unseren Steuern. Und deshalb kriegen wir das Fleisch an der Theke dann auch sehr billig. Ja? Es ist ziemlich pervers. Man muss sehen, was die Tiere anleiden, durchmachen, was nicht sein müsste. Es werden kleine landwirtschaftliche Betriebe kaputt gemacht und es werden große Industriebetriebe subventioniert, um diesen Schwachsinn aufrechtzuerhalten. Ich kann es nicht anders nennen, weil es ist einfach pervers, was da abläuft. Worum es mir aber in dem Zusammenhang ging, ist einfach klarzumachen, dieses Bruttoinlandsprodukt ist nur zu einem kleinen Teil produktiv. Ein großer Teil hat was mit Verwaltung, mit Transport oder auch mit anderen Dingen zu tun, die keine Wertschöpfung darstellen. So, aber davon werden vom Staat 50% abgezockt. Und dann sieht man schon, dass das Ganze eine ganz sonderbare Dimension bekommt. Sie erinnern sich daran, dass es irgendwann in der Schule um den Zehnten ging. Das war im Mittelalter, ja, wo 10% dessen, was die Landwirte erwirtschaftet hatten, von den Herrschern, von dem Adel abgezockt wurde. Das war sicherlich kriminell. Nur vergleichen Sie das mal mit heute und bilden sich davon selbst eine Meinung. So, ich habe jetzt mal eine andere Darstellung gemacht. Die ist ganz interessant, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Verhältnisse eigentlich sind. Wir haben ungefähr 80, 82 Millionen Menschen hier in Deutschland wohnen. Die zum Bruttoinlandsprodukt beitragen, das ist gerade mal die Hälfte, nämlich 40 Millionen. Die kann mal um eine Million rauf oder runter gehen. Das spielt jetzt gar keine Rolle. Es geht um die grobe Tendenz. So, das ist circa die Hälfte. Aber davon sind höchstens 50% produktiv. Warum ist das so? Weil die anderen 50% Verwaltung sind. Und zwar größtenteils durch den Staat hervorgerufene Verwaltung. Allein der Staat selbst beschäftigt sich hauptsächlich mit Verwaltung. Aber auch die Unternehmen werden immer mehr durch Verwaltung, durch Auflagen geknebelt. Ich gebe Ihnen einfach mal eine Zahl. Ich kenne ein Unternehmen, was ca. 100.000 Euro Umsatz im Jahr erwirtschaftet. Die müssen fast 10.000 Euro für Steuerberater, Bilanzen und Buchhaltung ausgeben. Also fast 10%. Überlegen Sie sich das mal, was das eigentlich bedeutet. Aber diese Bilanzen müssen gemacht werden, weil dieses Unternehmen unglücklicherweise in Form einer GmbH firmiert und dann kommt das Finanzamt bzw. der Staat und sagt, ihr müsst das und das und das machen, um euren Pflichten der ordentlichen Buchhaltung und der Offenlegung der Verhältnisse nachzukommen. Und das Finanzamt verlangt das. Und wenn man das nicht liefert, wird man bestraft. Man liefert sozusagen seinen Kopf dem Henker, man zeigt dem Finanzamt also, was man alles gemacht hat, damit das nochmal kräftig abzocken kann. So, aber jetzt wird es noch schlimmer. Die Verwaltung ist schon schlimm genug und der größte Teil der Verwaltung, analysieren Sie es selbst, ja, bilden Sie sich selbst davon eine Meinung. Ich behaupte einfach, der größte Teil der Verwaltung ist Schwachsinn. Wenn man ins Gesundheitswesen reinschaut, nehmen Sie den pflegerischen Bereich. Ja. Inzwischen ist in dem Bereich die Verwaltung genauso groß wie der Bereich an Menschen, die wirklich an dem alten Menschen oder dem kranken Menschen etwas machen und ihm helfen. Dahinter steckt jeweils, kann man sagen, jemand, der den ganzen Unsinn verwaltet. Da werden den Leuten, die kranke, alte Menschen waschen, wird vorgeschrieben, wie lange sie dazu brauchen dürfen, einen Menschen zu waschen.
Das ist doch unmenschlich und dekadent, sowas. Ja. Aber es ist genug Geld für die Verwaltung da. Dafür ist genug da. Oder für ein Qualitätsmanagementsystem. Ich habe nichts gegen Qualitätsmanagementsystem. Ich habe selbst an einigen mitgearbeitet. Nur, man muss immer sehen, wie die Verhältnisse sind. Ja. Und wenn ein Mensch krank ist, ist es erstmal wichtig, dem zu helfen und nicht irgendein Formular auszufüllen. Das muss man einfach so sehen. Ja. Und in dem Bereich haben wir inzwischen mehr Formulare als sonst was. Im Gesundheitswesen genau das Gleiche. So, aber jetzt wird es noch eine Spur perverser. Und zwar, die Menschen, die wirklich produktiv arbeiten, die werden ja auch noch behindert durch den Staat. Sie fragen jetzt, wodurch werden die behindert? Was macht der Staat genau? Beispielsweise, indem er Anträge, die man beim Staat stellen muss, einen Bauantrag für eine Garage beispielsweise, die muss man ja bei einer bestimmten Behörde einreichen. An Arbeit stecken da 10 Minuten dahinter, ja, weil im Endeffekt sowieso ein Architekt die Pläne macht, ein Statiker macht die Statik, prüft die nochmal. Also der Beamte müsste eigentlich nur drüber schauen und sagen, ah ja, ist okay, durchwinken weiter. Also ich sage mal eine Stunde Arbeit für eine Garage. Ja, aber auf sowas wartet man ein halbes Jahr. Warum ist das so? Ja, weil die armen Menschen überlastet sind da. Ich glaube denen das sogar, die sind wirklich überlastet, weil es Vorschriften, Gesetze gibt, die verlangen, dass bestimmte Arten von Prüfungen stattfinden. Brandschutz ist ein wunderschönes Thema, ja. Also Räumlichkeiten, wo 3 Leute drin arbeiten, auf dem Erdgeschoss, da muss erstmal ein Brandschutzbeauftragter drüber schauen und muss da sich stundenlang mit beschäftigen und Auflagen machen. Die Pläne müssen nochmal alle neu gezeichnet werden und, ja. Und für ein Unternehmen, was das macht, entstehen mal gerade 10.000 Euro mehr Kosten für so einen Unsinn. Und jetzt gehen Sie mal in verschiedene Museen rein, öffentliche Gebäude und schauen mal, was da in Bezug auf Brandschutz gemacht wurde. Dann werden Sie erschreckt sein. Wenn es da wirklich mal brennen sollte, werden da einige Leute über die Wupper gehen. Aber das sind öffentliche Gebäude, ja, das ist nicht so ein Problem. Aber ein kleines Unternehmen, ja, mit 3 Mitarbeitern, da ist das ein großes Problem. Da könnten ja 100 Leute umkommen. Also es ist Irrsinn. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber es geht noch weiter. Es geht dahin weiter, dass es Gesetze gibt, die einfach widersprüchlich sind. So, und da haben Sie eine Behörde und noch eine Behörde. Und die eine Behörde sagt, ja, Sie müssen die Regeln einhalten, die wir Ihnen vorgeben. Das sagt die andere auch. Und derjenige, der das haben möchte, der muss sich danach richten. Wir haben ja eine Menge Ämter. Ich weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung haben, wie viele Ämter man bedienen muss als kleines Unternehmen. Ich zähle jetzt nur so mal ein paar auf. Gewerbeaufsichtsamt, Gesundheitsamt, Berufsgenossenschaft. Letztlich kommen natürlich die Kammern auch dazu, die zwar formal Interessensvertreten der Unternehmen sind, letztlich aber vorgelagerte staatliche Stellen sind. Weil sie machen nichts anderes, als den Unternehmen zu erklären, was sie zu tun haben, um auch schön konform zu sein. Ja? So, und es gibt noch eine Menge mehr, ja. Und die Ämter können Sie in die Zange nehmen. Und nehmen wir hier den gastronomischen Bereich, ja. Wenn da Gesundheitsämter und sowas anrücken, was da alles passieren kann. Also ich kenne inzwischen einige Kleinunternehmer, die irgendwann alles hingeschmissen haben. Die haben gesagt, ich mache nicht mehr weiter. Ich werde ja verrückt hier. Ich muss ja nur noch Verwaltung bedienen. Ich wollte eigentlich ein kleines Restaurant aufmachen, ja. Pech gehabt. Interessiert auch das Finanzamt oder das Gesundheitsamt nicht, weil die erfüllen formal die Anforderungen, die halten sich an die Gesetze. Und ob da jetzt 10 Leute mehr auf der Straße stehen oder nicht, interessiert nicht. Dafür gibt es ja ein Arbeitsamt. Und es gibt viele Steuerzahler, die das Ganze tragen. Das interessiert auch keinen. So, und diese Effekte, die sind aus meiner Sicht sehr, sehr groß. Wir könnten darüber jetzt differenziert sprechen, und das würde auch sehr, sehr weit führen. Informieren Sie sich selbst einfach mal an der Stelle und schauen, was der Staat alles Privatpersonen, aber auch Unternehmen vorschreibt. Man findet im Internet sehr, sehr schöne Dinge dazu. Und dann stellt man sehr schnell fest, dass wirklich mehr als 50% der Produktivität vernichtet werden. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Stellen Sie sich vor, irgendjemand von uns hätte die clevere Idee, ein neues Antriebskonzept zu entwickeln oder irgendeine neue Energie zu finden. Oder reduzieren wir es wirklich mal auf ein neues Auto, was beispielsweise nur die Hälfte brauchen würde. Sie hätten gar keine Chance, das durchzukriegen. Dann käme sofort der TÜV und würde Ihnen sagen, der Blinker ist aber 2 Zentimeter zu weit hoch, deshalb dürfen Sie das nicht in Verkehr bringen. Und wenn Sie das gemacht haben, dann kommt das Relais, was 2 Zentimeter zu weit unten links sitzt. Ich erzähle hier keinen Flachs, ich rede von Maschinen, die von Leuten entwickelt wurden, die wirklich eine ungeheure Produktivitätssteigerung gegenüber anderen Dingen darstellten. Und der TÜV und andere ganz tolle staatliche oder halbstaatliche Instanzen haben dafür gesorgt, dass diese Dinge ganz schnell verschwunden sind, noch bevor sie auf den Markt kamen. Und was glauben Sie, wer dahinter steckt, dass sowas passiert? Ja, die Automobilindustrie natürlich. Also zumindest, wenn es darum geht, Fahrzeuge herzustellen. Die Automobilindustrie möchte nicht, dass da eine ernsthafte Konkurrenz entsteht. Weil die wollen ihren alten Schrott ja weiterverkaufen. So, und diese Lobbyisten, die sitzen in Brüssel und in Berlin. Und wenn Sie sich mal die Vernetzung zwischen Politik und Wirtschaft ansehen, werden Sie schnell erkennen,
wo der Hase langläuft. Ja? Wie viele Politiker sitzen in Aufsichtsräten von großen Konzernen? Nicht in kleinen Betrieben, sondern in großen Konzernen. Also ich bin kein Kommunist, im Gegenteil. Aber genau da greift nämlich die üble Seite dessen, was manche Leute als Kapitalismus bezeichnen. Aber es ist kein Kapitalismus, es ist Kooperatismus. Genau das, was der Dirk Hesse vorhin ausgeführt hat. Kapitalismus wäre an der Stelle frei. Das heißt, man würde solche schmierigen Kooperationen vermeiden. Würde man den Menschen Freiheit lassen, gäbe es sowas gar nicht. Es gäbe sofort Konkurrenz. Es gäbe nicht wenige große Konzerne, die den Markt beherrschen würden. Es gäbe viele Firmen, die in Konkurrenz stehen würden, in gesunder Konkurrenz. Und Sie als Verbraucher oder auch Sie als Unternehmer könnten ja dieses ganze System mitgestalten und können davon profitieren. Und Sie müssten nicht von bestimmten Herstellern bestimmte Dinge nehmen. Nehmen wir den Bereich Lebensmittel der ganze Bereich Lebensmittel. Da stecken nur noch ganz wenige Konzerne dahinter, die den Weltmarkt beherrschen. Ja, und was die machen? Informieren Sie sich mal. Hören Sie mal ein bisschen Nachrichten oder recherchieren im Internet, dann wissen Sie, was die machen. Diese Leute sind auch mit dafür verantwortlich. Ich rede von den Vorständen und ich rede von den Kapitaleignern dieser Firmen. Die sind mit dafür verantwortlich, dass auf der anderen Seite der Welt Leute krepieren, weil sie nichts zu beißen haben. Ja. Und unsere Politiker sitzen in Aufsichtsräten, unsere vor Moral triefenden Politiker haben mit sowas kein Problem. So, ich habe noch mal ganz kurz hier ein paar Dinge zusammengeschrieben, die ich auch gerade gesagt habe. Ja? Also Antwortzeiten von Behörden, gesetzliche Regelwerke, die völlig irrsinnig sind. Ja? Steuerung von Geldern, Subventionen, allein sowas. Es werden Milliarden von Subventionen gezahlt von unseren Steuergeldern. Und wissen Sie, wohin die teilweise fließen? Beispielsweise in große Automobilkonzerne. Ich möchte jetzt nicht alle mit Namen nennen, ja, aber da fließen Milliarden hin. Und die Vorstände, ich weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung haben, was Top-Vorstände von Automobilkonzernen jährlich bekommen, nicht verdienen, bekommen. Das ist im Millionenbereich. Ich kann mich erinnern an einen, der hatte mal 12 Millionen. Ja? Überlegen Sie sich das mal. 12 Millionen bekommt ein Vorstand von einem Automobilkonzern. Oder auch Aufsichtsräte werden nicht schlecht bezahlt. Da gibt es Beträge bis zu 1 Million für 3-mal Essen gehen im Jahr. Ja? Meine, ob diese Leute überhaupt die Kompetenz haben, die Bilanzen dieser Firmen zu prüfen, ist eine ganz andere Sache. Können Sie sich selbst ein Bild von machen. Aber das geht, weil unser Staat das zulässt oder sogar unterstützt. Er lässt es nicht nur zu, er unterstützt es. Und unsere Politiker, die uns vertreten sollen, schmieren mit denen zusammen, die uns ausnehmen und betrügen. Ja, auch Verhinderung von Entwicklung, das ist eine ganz wichtige Sache. Was glauben Sie, was wir an Potenzial in diesem Land hier haben, was wir entwickeln könnten, wo wir heute technologisch sein könnten, wenn nicht der Staat alles Mögliche verhindern würde? Wir könnten im medizinischen Bereich 50 Jahre weiter in der Entwicklung sein, aber die Pharmaindustrie möchte das nicht. Und die Pharmaindustrie hat fantastische Lobbyisten, die dafür sorgen, dass das genau so gemacht wird, wie es gemacht werden muss. So. Also alleine die Gremien, bestimmte Gremien, die darüber entscheiden, ob es eine Epidemie oder eine Pandemie ist, ja, also wie viel Impfstoff vorgelagert werden muss und. Da sitzen Vertreter der Pharmaindustrie drin. Und im Zweifelsfall werden diese Damen und Herren natürlich sagen, oh, das ist eine ganz schlimme Sache, da müssen wir ganz viel Impfstoff produzieren. Und der muss gelagert werden. Und nach 2 Jahren wird er dann wieder vernichtet. Und wer bezahlt das? Ja. Wir. Okay, Steuerung, Ausbildung, Forschung ist auch so ein Thema, ja, wie überhaupt unsere Lehrpläne aussehen, welche Leute Lehrpläne machen. Ich habe selbst lange unterrichtet und weiß, was da teilweise an Unsinn gemacht wird. Es ist ungeheuerlich, ja. Und die Dinge, die wirklich erforderlich werden, die werden einfach nicht in die Lehrpläne eingearbeitet. Aber die Lehrer werden natürlich auch zugemüllt mit Stoff und Inhalten, wo man einfach sagen muss, das ist fragwürdig oder überflüssig. Ja, und dann letztlich die Vernichtung von Motivation. Ich behaupte einfach, der größte Vernichter von Motivation ist der Staat und seine Regelwerke und seine Behörden. Das bekommt kein Vorgesetzter und sei er noch so unfähig hin, was der Staat hinbekommt. So, jetzt werden wir nochmal ganz konkret mit Zahlen, weil ich finde das immer so interessant, wenn man diese Zahlen runterbricht auf die einzelne Person oder auf konkrete Fälle, weil dann erkennt man wirklich, was das ist. Wenn ich über 2 Billionen spreche, ist das eine abstrakte Zahl für die meisten Menschen, die nicht mit großen Zahlen umgehen. Wenn wir aber hier über ganz konkrete Dinge sprechen, wird es sehr schnell transparent. Das ist eine Musterrechnung und die beansprucht auch gar nicht ganz korrekt im Detail zu sein, aber sie zeigt die Tendenz auf. Nehmen wir mal an, jemand würde 4.000 Euro Bruttolohn bekommen, dann müsste er ungefähr 25%, das stimmt auch nicht genau, an Lohnsteuern zahlen. Jetzt kann man sich erstmal fragen, warum muss jemand Lohnsteuern bezahlen? Ja? Warum wird jemand besteuert, der arbeitet, der etwas erbringt, was für die Allgemeinheit nützlich und wertvoll ist? Warum zockt der Staat das ab? Ja? Pervers.
Wenn er Konsumsteuern erhebt, könnte man sagen, naja gut, das ist vielleicht eine Art von Steuerung, von Regelung. Aber Lohnsteuer, das ist mit das Perverseste, was es gibt, ja. So, dann kommen Sozialabgaben dazu, also Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und sowas, was dazu kommt. Das sind immerhin 800 Euro, also etwa 20%. Daneben gibt es ja noch den Arbeitgeberanteil, komme ich gleich noch dazu. Das muss der Arbeitnehmer ja auch erwirtschaften. So, und was wird damit gemacht? Na gut, ich kann Sie beruhigen, der größte Teil wird vom Staat abgezockt und wird Ihnen vorenthalten. Können wir gleich auch noch vorrechnen, um wie viel Geld Sie vom Staat betrogen werden, ganz offensichtlich. Also das können wir gerade an diesen Zahlen wunderschön darstellen. So, also Sie haben jetzt ein Nettoeinkommen von 2,2, noch gute Hälfte. So, jetzt machen wir weiter. Sie gehen jetzt kaufen mit dem Geld. Dann zahlen Sie wieder Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer, putziger Begriff, ja. Wo ist der Mehrwert da drin? Das ist einfach nur staatliche Abzocke. Man hätte sie staatliche Abzockesteuer nennen können, irgendwie so. Dann zahlen Sie aber auch noch versteckte Steuern. Also ein schönes Beispiel ist Benzin. Wenn Sie Benzin tanken, zahlen Sie, wie heißt das noch, Ökosteuer. Öko, klingt auch gut, ja, Öko, das ist positiv, ja. Der Begriff ist positiv besetzt. Das ist einfach eine Abzocke, wie jeder andere auch. Weil sie wird in keinster Art und Weise dafür eingesetzt, um irgendwas zum Nutzen der Natur, der Ökologie oder sonst was zu machen. Es ist einfach nur staatliche Abzocke. Sie zahlen Mineralölsteuer. Warum zahlen Sie Mineralölsteuer? Allein Ökosteuer und Mineralölsteuer sind bereits, ja, ich glaube, 60-70% von dem, was Sie an Mineralöl zahlen. So, jetzt kommen aber die ganzen versteckten Steuern auch da dazu. Und zwar, der Lkw-Fahrer, der von Rotterdam das Öl zu irgendeiner Tankstelle hier im Saarland bringt, nur als Beispiel, ja, der Lkw wird versteuert. Der tankt Diesel, auch der wird versteuert. Der Lkw muss versichert sein. Die Versicherung wird besteuert. Der Lkw-Fahrer wird besteuert. Das Unternehmen wird besteuert und, und. Wir haben 70 verschiedene Steuerarten. Überlegen Sie sich das mal. Mal abgesehen davon, dass das völlig unwirtschaftlich ist, ein solches System aufzubauen, völlig schwachsinnig, das ist vor allen Dingen hochgradig kriminell. Aber durch diese Komplexität kann man den Bürger so schön täuschen und ihn im Glauben lassen, das ist ja gar nicht so viel, das ist ja nur ein paar Prozent hier, nur ein paar Prozent da. Aber in Summe sind es auf Mineralöl ja, ca. 80%. 80% Steuern, ja. Also würden wir einfach so tanken, was die Saudis, die möchte ich jetzt nicht unbedingt hier als moralisch ganz oben einstufen, was die von uns verlangen, würden wir nur das bezahlen, würden wir für Sprit 20, 30 Cent zahlen. Der Staat, der immer wieder kritisiert, dass die Saudis uns über den Tisch ziehen, der zockt das meiste ab und zwar mit Abstand. So, jetzt haben wir also nach den ganzen Steuern eine versteckte Kaufkraft von 1.500 Euro. Jetzt zahlen Sie aber auch die Bürokratie mit, die das Unternehmen, was Ihnen das Produkt anbietet, letztlich tragen muss. Und diese Bürokratie wird größtenteils durch den Staat verursacht. Und ich habe die mal ganz vorsichtig mit 350 Euro hier eingeschätzt. Das heißt, Sie haben noch eine tatsächliche Kaufkraft, einen tatsächlichen Gegenwert gegenüber Ihrem Bruttoeinkommen, was vielleicht bei 25% liegt. Das ist eine sehr stark vereinfachte Rechnung. Die berücksichtigt nur längst nicht alles. Glauben Sie, es gibt noch eine Menge Schweinereien, die noch versteckt sind. Aber allein das ist doch schon mal erschreckend. Sie haben ein Bruttoeinkommen von 4.000 Euro. Jetzt muss der Arbeitgeber auch einen Arbeitgebersozialanteil aufbringen. Auch das ist schön aufgeteilt, damit es nicht so auffällt. Ja? Also der Staat beherrscht das schon. Das heißt, es kommen für ihn nochmal 800 Euro dazu. Es kommen noch Berufsgenossenschaft dazu, eine Menge anderen Unsinn, den der Arbeitgeber tragen muss, den der Staat ihm auch aufbürdet. Jetzt kommt natürlich betrieblicher Overhead dazu, teilweise auch wieder durch den Staat bedingt. Aber vor allen Dingen der Verwaltungsoverhead, der ist größtenteils durch den Staat bedingt. Aber der Arbeitgeber muss das kalkulatorisch einrechnen, wenn er gegenüber dem Endkunden abrechnet. So, jetzt sind wir schon auf 7.000 Euro und jetzt kommt die Mehrwertsteuer noch dazu. Auch darauf kommt die Mehrwertsteuer noch. Das heißt, der Arbeitgeber muss für seine Dienstleistung gegenüber dem Kunden, gegenüber dem Endkunden, etwa 8.000 Euro verlangen, wofür Sie als Arbeitnehmer etwas mehr als 1.000 Euro effektiver Kaufkraft übrig bleiben. Das ist ein Faktor 1 zu 8. Es gab in der Vergangenheit schon mal öfters Publikationen, die haben Faktor 1 zu 7 ausgewiesen. Das spielt auch keine Rolle. Entscheidend ist, dass mir zumindest das Ganze extrem ungerecht vorkommt. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden. Man muss ja vor allen Dingen sagen, der Großteil der Steuern wandert ja in irgendwelche sonderbaren Kanäle. Er kommt ja nicht den Bürgern zugute. Würde er den Bürgern zugute kommen, könnte man diese ganze, jetzt muss ich etwas böse sein, sozialistische Einheitssoße ja noch argumentieren und nachvollziehen. Aber es ist es ja nicht. Also unser Sozialismus ist nicht besser als das, was uns in der Schule als so verwerflich von der DDR erzählt wurde. Ja? Das war damals genauso, wie wir das jetzt haben. Also wir haben es nur etwas geschickter verpackt. Ja? Wir haben einen etwas besseren Propagandaapparat.
So, ich habe es nochmal einfach grafisch dargestellt. Ist einfach schön zu sehen, ja. 8.000 Euro werden dem Endkunden abverlangt. Etwa 4.000 brutto bleiben bei dem Arbeitnehmer übrig. Etwa 2.000 netto und netto Kaufkraft, das ist vielleicht noch 1.000, ja. Sie können es ja selbst für sich mal nachrechnen. Sie werden wahrscheinlich zu ganz ähnlichen Zahlen kommen. So, jetzt möchte ich einfach mal einen Vergleich anstellen, weil es geht ja auch immer um das Thema Gerechtigkeit. Das sind alte Zahlen, also inzwischen bekommen unsere Bundestagsabgeordneten viel mehr, weil sie sich ja ungeheuer gesteigert haben bezüglich ihrer Leistung oder noch intelligenter geworden sind, ich weiß es nicht so genau. Es sind also Zahlen, die sind schon inzwischen bestimmt 6, 7 Jahre alt. Damals hat also ein Abgeordneter ca. 7.600 Euro bekommen, nur in Form seiner normalen Abgeordnetendiäten. So, jetzt bekommt er eine Kostenpauschale, die inzwischen bei fast 5.000 liegt, die damals bei ca. 4.000. Diese Kostenpauschale muss er weder versteuern, noch muss er Sozialabgaben bezahlen, noch muss er irgendeinen Nachweis für irgendwelche Kosten erbringen. Er bekommt sie einfach. Also ein Bundestagsabgeordneter bekommt einfach, weil er Bundestagsabgeordneter ist, 4.000 Euro. Ob er anwesend ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Er bekommt die einfach. Und wenn Sie sich mal anschauen, wenn wirklich wichtige Abstimmungen sind, wie viele Leute dann da sind, also ich meine jetzt nicht mit wirklich wichtig Diätenerhöhung, das sind immer alle da, aber ich meine jetzt mit wirklich wichtig etwas, was uns betrifft, beispielsweise so Entwicklung Richtung Überwachungsstaat. Da sind plötzlich nur ein paar Hansels da und die stimmen einfach dafür. Ist ja kein Problem, ja. Also die nehmen ihre Arbeit sehr ernst. Das kriegen sie immer wieder mit, wenn sie sich solche Debatten ansehen. Die bekommen dann noch ein bisschen mehr, die Bundestagsabgeordneten. Sie bekommen 1.000 Euro Büroausstattungspauschale pro Monat. Wofür? Also muss ein Bundestagsabgeordneter immer den neuesten Laptop haben? Ich meine, abgesehen davon, dass das sowieso alles EV-Freaks sind, wozu brauchen die das? Die bekommen pauschal nochmal 1.000 für Reisekosten. Die dürfen die Bundesbahn überall gratis benutzen. Die dürfen den Bundesflugdienst und was weiß ich was benutzen. Wenn die irgendwo hin müssen, können die praktisch sämtliche Transportmechanismen benutzen, die ohnehin gratis zur Verfügung gestellt werden. Warum bekommen die eine Pauschale von 1.000 Euro extra? Die bekommen nochmal für Sachleistungen 1.000 Euro extra. Also die Zahlen sind alt, wie gesagt. Die werden inzwischen wahrscheinlich deutlich höher sein. Ich weiß es nicht. Die bekommen eine Pauschale für die Beschäftigung von Mitarbeitern für ihre politische Arbeit von 15.000 Euro. Bis zu 15.000 Euro dürfen die also Leute beschäftigen, die ihnen bei ihrer politischen Arbeit helfen. Ich weiß nicht, ob Sie mal so die letzten Jahre ein bisschen die Presse verfolgt haben, was die so mit den Leuten teilweise machen, wofür die wirklich beschäftigen. Aber sei mal dahingestellt, ja. So, also so ein Bundestagsabgeordneter kostet uns also ca. 30.000 Euro. Und netto hat er etwa, über den Daumen rüber kann ich jetzt nicht genau sagen, 10.000 Euro. 10.000 Euro für einen Bundestagsabgeordneten, der da sein kann, wann er lustig ist, der mitmachen kann, wo er lustig ist, aber auch nicht. Ja? So, nur einfach zur Information, weil die Bundestagsabgeordneten, auch die Beamten sagen ja immer, wir sind ganz arme Schweine gegenüber der Industrie, da wird viel mehr verdient. Also wenn ich jetzt einfach mal so mittleres oder gehobenes Management nehme, die bekommen so 200.000 im Jahr, vielleicht 250.000, wenn die ihr Einkommen versteuert haben, liegen die deutlich darunter. Das sind aber Leute, die in der Regel auch Erfahrung haben und manchmal sogar Ahnung haben, wobei ich das nicht pauschal sagen möchte. Ja? Also Top-Manager sind teilweise genauso wahnsinnig versiert wie Politiker, leider. So, aber trotzdem, das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt muss man sehen, dass Leute, die 1.500 Euro verdienen, Steuern zahlen müssen, Sozialabgaben zahlen müssen, Steuererklärungen machen müssen und so weiter. So, und da, ich weiß nicht, da dreht sich mir der Magen rum. Wenn das noch was mit Gerechtigkeit zu tun hat, also dann habe ich wirklich diese Zusammenhänge nicht so ganz verstanden. Aber hören Sie sich mal die Politiker zu dem Thema an, wenn Herr Schulz oder Frau Merkel über Gerechtigkeit oder sowas spricht. Da müsste man dran drehen, ja. Also unter 50.000 Euro Jahreseinkommen keine Steuern, das wäre eine Maßnahme. So, und hier zeige ich Ihnen einen Regelkreis auf und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Regelkreise zeigen auf, wie Zusammenhänge und Wechselwirkungen sind und wie etwas im Endeffekt zustande kommt. Jetzt schauen Sie sich mal die Ursache des Problems an. Das sind aus meiner Sicht maßgeblich die hohen Steuern. Das ist oben der rote Balken. Ja, wozu führen hohe Steuern? Sie führen einerseits zu einer geringen Kaufkraft, andererseits zu hohen Stundensätzen der Unternehmen, die der Verbraucher wieder tragen muss. Wozu führt das? Ja, zu Schwarzarbeit beispielsweise. Warum gibt es so viel Schwarzarbeit? Die ist durch den Staat gemacht. Der Staat, der sagt, wir bekämpfen Schwarzarbeit, ist der größte Erzeuger von Schwarzarbeit, indem er einen Rahmen schafft, der Schwarzarbeit erzwingt. Weil viele Menschen wären gar nicht dazu in der Lage, sich handwerkliche Dienstleistungen zu kaufen, wenn sie es nicht schwarz machen würden.
So, und viele Handwerker müssen was nebenbei verdienen, weil sie sonst nicht runterkommen. Auch die arbeiten schwarz. Jetzt kann man natürlich sagen, die kriminellen Schwarzarbeiter oder die Kriminellen, die Schwarzarbeit machen lassen. Ja, aber wo sind denn die wirklich Kriminellen? Was ist denn beispielsweise mit der Aufwandspauschale, die Politiker bekommen? Das ist auch schwarz, ja. Die zahlen auch keine Steuern, auch keine Sozialabgaben. Das ist schwarz. Und das ist Schwarzarbeit. Und sie leisten nicht mal was dafür. Hier, die Schwarzarbeiter leisten was dafür. Die legen Fliesen oder irgendwas. Sie erbringen produktive Leistung. Sie sorgen dafür, dass im Baumarkt gekauft wird, dass wieder Steuern reinkommen. Ja? Also diese Schwarzarbeit ist uns allen nützlich, während die Schwarzarbeit unserer Politiker uns nicht so nützlich ist. So, ja, und was macht man? Man schafft Bürokratie zur Bekämpfung der Schwarzarbeit. Klingt erstmal gut, ja, sehr aktionistisch. Wir schaffen noch ein Amt, stellen 1000 Beamte ein und die bekämpfen die Schwarzarbeit. Toll, super Sache. Ich glaube, der Zoll macht das jetzt, ich weiß es nicht genau. So. Man schafft noch mehr Bürokratie. Diese Bürokratie hat natürlich Bürokratie zur Folge, was natürlich die Steuern erhöht und im Endeffekt auch nochmal die Unternehmen zusätzlich mit Overheads belastet, aber vor allen Dingen die Steuern hochtreibt. So, und jetzt haben Sie einen Teufelskreis. Und dieser Teufelskreis, der steigt immer weiter an, so wie er das die letzten 20, 30, 40 Jahre hier bei uns getan hat. Ja? Wir haben kaum noch Produktivität, aber wir haben eine Bürokratie, die uns umwirft. Wir haben Steuern, die uns erdrückt, die uns erdrücken. Das ist das große Problem, was wir haben. Und es wäre so einfach zu beseitigen. Kommen wir gleich drauf. Was müssen unsere Ziele sein, damit wir wirklich was erreichen? Ja, Ziele müssen natürlich sein, wir müssen die Steuern reduzieren. Eigentlich würden 10% reichen, das kann man auch nachweisen. Es gibt sogar Modelle, die mit 5% auskommen. Aber wenn wir schon auf 10% wären und eine reine Umsatzsteuer hätten, also das, was ja auch Mehrwertsteuer genannt wird, ich möchte das jetzt nicht differenzieren, das führt zu weit. Wir wollen natürlich Gerechtigkeit haben. Gerechtigkeit heißt, dass jemand, der etwas an Arbeitsleistung erbringt, dafür auch angemessen bezahlt werden muss. Und jemand, der nichts erbringt, soll auch dafür nichts bekommen. So einfach ist das, ja. Ich rede jetzt nicht über Menschen, die nicht arbeiten können, die krank sind. Die sollen was bekommen, selbstverständlich, ja. Ich denke, das wäre auch kein Problem in unserer Gesellschaft. Nur, es kann nicht sein, dass Politiker, die sich als korrupt erwiesen haben, die den Staat, also uns, um Milliarden geschädigt haben, später eine dicke Pension bekommen, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Herr Wulff korrupt ist oder war. Ist die Meinung eines jeden Einzelnen, der kann sich informieren. Nur dieser Mensch bekommt jeden Monat 16.000 Euro. Ehrensold nennt man das. Tolle Ehre, ja. Ich weiß nicht, was Sie in Rente bekommen, aber ich glaube, Sie haben alle 100-mal mehr gearbeitet als Herr Wulff und Sie bekommen mit Sicherheit keine 16.000 jeden Monat. So, jetzt kann man natürlich sagen, das sind Gesetze. Ja, es sind Gesetze. Sie wurden von Kriminellen gemacht zum Nutzen dieser Kriminellen. So einfach ist das. Nur dieser Begriff kriminell passt nicht, weil es ist ja legal. Der Staat hat es legalisiert. Und deshalb ist es nicht mehr kriminell. So einfach ist das, ja. Wir müssen nur ein bisschen mit Worten spielen, schon ist alles wunderbar. So, konsequenter Abbau der Bürokratie. Wir brauchen diese Bürokratie nicht und sie bringt uns auch nichts. Sie ist größtenteils kontraproduktiv, sie behindert uns, sie schädigt uns. Sie bringt für niemanden einen Nutzen, außer für jemanden, der gerne Kontrolle über uns hat. Ich glaube, das wollte dieser komische kleine Nazi, den wir vor 70 Jahren hier hatten, auch haben. Ja, Kontrolle. Oder Stalin, ja, wollte das auch haben. Es gibt noch ein paar mehr Verrückte, Erdogan oder sowas. Die wollen auch Kontrolle über uns haben. So, deshalb brauchen die Bürokratie, deshalb brauchen die Polizei und, ja, um Menschen zu kontrollieren, um sie auszuquetschen. Eine Demokratie braucht das nicht. Die braucht mündige Bürger und die braucht Gerechtigkeit. Und die braucht einen Staat, der die Bürger beschützt und nicht der sie drangsaliert. Ja, wir können damit die Lebensqualität der Bürger ganz erheblich steigern. Wir können die Wirtschaft belegen und wir können schließlich mehr Freiheit und Eigenverantwortung der Bürger hervorrufen. So, das Thema Eigenverantwortung ist eine ganz wichtige Sache. Natürlich ist es schwer, im Moment Eigenverantwortung zu übernehmen, weil wir werden ja bevormundet. Aber in dem Rahmen, wie wir es können, sollten wir Verantwortung übernehmen und sollten uns auch wehren und sollten fordern, was wir haben wollen. Das, was bei der Französischen Revolution vor einigen hundert Jahren geschah, ja, da waren Menschen sehr mutig und sind auf die Straße gegangen, haben sich für Rechte eingesetzt. Und wir bräuchten noch mal ein bisschen was von diesem Geist, glaube ich. So, wie können wir die Ziele jetzt erreichen? Und wer wird den Zielen entgegenstehen? Auch das ist eine interessante Frage. Und wie können wir die Personen überzeugen, die im Moment nicht davon überzeugt sind, dass wir diesen Weg gehen müssen? Letztlich durch Information und Aufklärung, ja. Selbst Beamte hätten einen Vorteil, wenn wir ein vernünftiges System hätten. Natürlich, sie profitieren teilweise gut von dem System, was sie im Moment haben. Aber hätten wir ein vernünftiges System, ging es auch ihnen besser. Im Endeffekt haben es im Moment nur ganz wenige Menschen wirklich besser, als wenn wir wirklich ein gerechtes System hätten. Und 80 Millionen gehören nicht dazu, ja, muss man einfach so sagen.
So, jetzt bringe ich einfach mal ein paar plakative Forderungen, die man aber sehr leicht nachrechnen kann. Wenn man sieht, was wirklich an öffentlicher Verschwendung und Bürokratie da ist, dann stellt man sehr schnell fest, dass man problemlos die Steuern sofort um 50% reduzieren könnte, wenn wir alles das, was wirklich an staatlicher Verschwendung da ist, abschaffen würden. Überlegen Sie mal, Sie hätten nicht nur 30% Ihres Einkommens für sich zur Verfügung, sondern vielleicht das Doppelte, 60%, wäre nicht schlecht, ja. Sie können mit 50 Jahren in Rente gehen und können eine Feder in die Luft blasen. Sie können sich weiterbilden, Sie können mit Ihrer Familie was Schönes machen, Sie können was für Ihre Gesundheit tun. Und so klaut Ihnen der Staat das Geld und sagt, wir tun ja was für euch. Wir beschützen euch vor irgendwelchen Bösen oder so, ja. Ich habe mir das Gefühl, wir werden nicht vor Bösen beschützt, sondern wir werden vor den Lieben beschützt, ja. Vor Menschen, die eigentlich was Vernünftiges machen wollen. Vor denen schützt uns der Staat, indem er sie ausweist. Die Kriminellen lässt man hier. So, konsequenter Abbau von Bürokratie, ja, das ist eigentlich aus meiner Sicht eine ganz maßgebliche Sache. Wir könnten innerhalb von weniger als 5 Jahren wenigstens 50% unserer Bürokratie abbauen. Und wir könnten die Effizienz im öffentlichen Bereich steigern. Stellen Sie sich vor, ein Bauantrag würde kein halbes Jahr mehr, sondern nur 2 Tage dauern. Wäre überhaupt kein Problem, ja. Die technischen Möglichkeiten sind da. Zollabfertigung ist auch ein wunderschönes Thema. Da wird von den Leuten, die da arbeiten, verlangt, dass sie gar nicht die Möglichkeiten der Programme ausnutzen. Sie sollen langsam arbeiten. Das wird von den Vorgesetzten verlangt. Ja? Muss man sich mal vorstellen. Ich rede jetzt über etwas, was ich weiß. Ich habe also mit jemandem gesprochen, der hat eine Ausbildung im öffentlichen Bereich gemacht, hat mir von seinen Erfahrungen da erzählt. Ja? Ich war also selbst schockiert darüber, was der mir erzählt hat. Aber ich habe auch genug selbst schon mitbekommen und weiß, wie effizient da gearbeitet wird. Das liegt aber teilweise nicht an den Beamten selbst, sondern es liegt an den Direktiven. Die Leute können gar nicht anders. Das letzte Gespräch mit dem Beamten lief ungefähr so, dass er meinte, es ging um den Sachverhalt, ich sage jetzt nicht, um welchen Sachverhalt es ging. Auf jeden Fall, er bezeichnet das selbst als eine riesengroße Schwanerei. Das finde ich aber toll, dass ich das von Ihnen höre. Dann habe ich gesagt, sollten Sie mal ja, in Ihrer Behörde kundtun. Nee, das darf ich nicht. Also so darf ich da nicht reden. Sie in der freien Wirtschaft, Sie können das machen, aber wir dürfen nicht so reden. Dann habe ich gesagt, doch, Sie dürfen das und Sie sollten es auch machen. Weil vor 70 Jahren wurden ja auch sehr viel Zurückhaltung gewahrt. Wir wissen alle, was daraus entstanden ist, ja. Also ich denke, wir haben auch die Pflicht als Bürger, den Mund aufzumachen, wenn wir erkennen, etwas läuft total schief. So, also Steigerung Effizienz im öffentlichen Bereich ist ein Riesenthema, ein Riesenthema. So, und jetzt habe ich diesen Lösungsansatz. Der ist ein bisschen komplizierter als, Problem ist immer einfacher zu erzeugen als Lösung, ja. Das ist schon mit den Dominosteinen. Wenn Sie ein Häuschen aus Dominosteinen aufbauen, ist das ein bisschen Arbeit. Umstoßen geht ganz einfach, müssen Sie nur so machen, ja. Und der Staat beherrscht das Umstoßen, das beherrscht er perfekt. Das macht er mit sehr viel Akribie. Aber wir als Bürger müssen aufbauen. So, und jetzt sage ich mal, wie das gehen könnte. Das Erste, oben der rote Balken, Reduzierung Steuersätze, ganz radikal. Reduzierung Sozialversicherungsbeiträge, ganz radikal. Reduzierung Bürokratie, ganz radikal. Mit radikal meine ich nicht in Form von Gewalt, sondern in Form von nachhaltig und effektiv. Ja? Weil da haben wir so viel Potenziale. Ich bin selbst Unternehmensberater, ja, und ganz ehrlich, die letzten Saftfirmen arbeiten absolut produktiv gegenüber jeder einzelnen Behörde. Ich habe es noch in keiner Behörde erlebt, dass die Leute wirklich effektiv gearbeitet haben. Aber wie gesagt, es liegt nicht an den Beamten direkt, es liegt an dem System. So, die können teilweise gar nicht anders, die werden dazu gezwungen, so schwachsinnig zu arbeiten. So, was haben wir dann, wenn wir das machen? Wir können die Stundensätze in den Unternehmen reduzieren, weil die Abgaben sich ja reduzieren. Das heißt, die Unternehmen müssen wesentlich weniger Geld für ihre Leistungen beim Kunden nehmen. Das hat zur Folge, sie kriegen neue Aufträge, weil jeder Mensch hat beliebig viele, unendlich viele Bedürfnisse und er möchte, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden. Und warum soll man diese Bedürfnisse nicht befriedigen? Ja, wenn Sie ein anderes Auto haben wollen oder ein schöneres Fahrrad oder einen schöneren Videorekorder oder nochmal in Urlaub fahren wollen oder einfach nur auf der Wiese liegen wollen, die Beine hochlegen wollen. Warum sollen Sie das nicht machen dürfen? Aber der Staat missgönnt Ihnen das. Der Staat klingt sehr abstrakt, aber im Endeffekt ist es so, ja. Also, wir würden neue Aufträge bekommen. Die Leute würden sich Bäder machen lassen, neue Häuser bauen und, und. Es würden neue Unternehmen gegründet werden. Diese Unternehmen würden Arbeitsplätze schaffen, die Produktivität würde gesteigert werden, es würden wieder Steuereinnahmen fließen. Das heißt, diese vordergründige Sachen, Steuern reduzieren, würden im Endeffekt Effekte auslösen, die wieder mehr Steuern reinbringen würden. Das ist genau das Gleiche, Sie wollen ein Produkt verkaufen. Sie können natürlich sagen, ich möchte für diesen Knopf 1000 Euro haben. Muss ich nur 2 Knöpfe am Tag verkaufen und schon komme ich einigermaßen klar. Können Sie machen. Wahrscheinlich werden Sie nur niemanden finden, der den Knopf für 1000 Euro abkauft. Außer der Staat, der sagt, ich möchte für dieses Formular und Stempel drauf 20 Euro haben.
möchte ich haben. Und Sie brauchen das Formular, Sie müssen das haben. Da können Sie nichts machen, ist halt so. Aber hier wäre es so, der Staat würde sagen, wir senken die Steuern und schon würde sich die Wirtschaft und die Menschen würden sich vernünftig benehmen und hätten sofort positive Effekte. Und damit würden sie Arbeitsplätze schaffen, sie würden Sozialeinnahmen generieren, sie würden die Kaufkraft erhöhen. Und Sie sehen hier überall diese Kopplungen. Ja? Also sofort haben Sie ganz viele positive Effekte. Und nach ganz kurzer Zeit hätten wir Steuereinnahmen auf dem gleichen Niveau, wahrscheinlich sogar auf einem höheren Niveau, aber es wird den Leuten besser gehen. Und die Produktivität würde gesteigert werden. Warum? Weil die schwachsinnige Bürokratie abgebaut werden würde. Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Sie brauchen die Sozialabgaben ja gar nicht mehr. Wenn Sie keine Arbeitslosen mehr haben, brauchen Sie keine Arbeitslosenversicherung mehr. Arbeitslose werden nur durch den Staat erzeugt. Ja? Der Staat schafft Regelwerke, die zur Folge haben, dass Menschen arbeitslos werden. Das Beispiel mit dem Mindestlohn. Ja? Schwachsinn. Warum gibt es einen Mindestlohn? Warum sagt man nicht, Menschen, die unter 50.000 Euro verdienen, die müssen keine Steuern zahlen? So einfach wäre das, ja. Dann kämen die Leute auch mit 6, 7 Euro die Stunde klar oder mit 8 vielleicht. Aber der Staat sagt, nein, ihr müsst 8 Euro bekommen, aber ich nehme die Hälfte davon. Was ist das für eine Logik, ja? Also das ist pervers. So, und dieser Mechanismus hier, der ist natürlich auch wieder sehr primitiv dargestellt, aber die wesentlichen Aspekte sind drin. Wenn der Staat anfängt, an den Schrauben, mit denen er alles kaputt macht und verhindert, zu drehen, in die richtige Richtung, hätten wir innerhalb von ganz kurzer Zeit positive Effekte. Und wir würden dieses sinkende Schiff wieder auf Kurs bekommen. Das ist BWL erstes Semester, ja. Wir haben ja unheimlich viele Wirtschaftswissenschaftler im Bundestag sitzen, aber das haben sie scheinbar nicht verstanden. Oder sie wollen es nicht verstehen. Oder es könnte auch sein, dass sie was anderes verstanden haben. Wenn ich nämlich mich brav benehme, bekomme ich noch hier ein bisschen und da ein bisschen. Und wenn ich irgendwann mal ausrangiert werde aus dem Bundestag, dann kriege ich einen Aufsichtsratposten bei irgendeiner großen Firma. Und dafür verkaufe ich mich. Ja. Dafür mache ich im Prinzip das, was die von mir verlangen. Das könnte auch eine Erklärung sein, aber nur eine Hypothese. Ja. So, wo sind Einsparpotenziale? Ich werde jetzt mal ganz konkret. Allein das, was der Bund der Steuerzahler jedes Jahr nachweist, geht in den Bereich, in den zweistelligen Milliardenbereich. Also es sind viel mehr als 30 Milliarden. Es sind, ich behaupte, viel mehr als 100 Milliarden. Aber nehmen wir nur mal die 30 Milliarden, die der Bund der Steuerzahler jedes Jahr nachweist, was offensichtlich verschwendet wird. Wenn die Politiker dafür zur Verantwortung gezogen werden würden, beispielsweise, oder die hohen Beamten, die das entscheiden, ja, hätten wir jedes Jahr schon mal 30 Milliarden mehr. Nächster Punkt, Finanzbeamte. Ich kenne die genaue Zahl nicht, aber ich glaube, wir haben im Moment 170.000 Finanzbeamte. Warum haben wir so viele? Weil unsere ganze Steuergesetzgebung so schwachsinnig ist. Haben Sie sich mal eine Einkommensteuererklärung angesehen? Also muss schon sehr krank im Kopf sein, um das noch irgendwie vernünftig oder gut zu empfinden. Es ist einfach ein aufgeblähtes System, differenziert, 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 aber völlig ohne Nutzen. Man könnte eine Steuer, wenn man sie denn braucht in der Form, sehr stark vereinfachen. Beispielsweise alles an der Mehrwertsteuer festmachen. Es gibt auch andere Steuern, wo man es festmachen könnte. Und alle anderen Steuerarten weg damit. Jetzt könnte man sagen, das ist nicht mehr gerecht. Ja, ist denn das, was wir haben, gerecht? Ist es gerecht, dass Millionäre und Milliardäre kaum Steuern bezahlen, weil sie clevere Modelle haben und wir alle hier Steuern zahlen? Wie blöd. Ist das gerecht? Also ich empfinde es nicht als gerecht. Allein die Vereinfachung der Steuergesetzgebung auf ein erträgliches Maß, ich spreche jetzt nicht auf ein vernünftiges Maß, ich spreche auf ein erträgliches Maß, könnte 6 Milliarden pro Jahr bringen. Reduzierung der Bundeswehr auf halbe Personalstärke, wie gesagt, ich bin Reserveoffizier, ich weiß, worüber ich spreche und ich habe oft genug Analysen durchgeführt, dass ich weiß, dass da ein Potenzial hintersteckt. Ja? 10 Milliarden pro Jahr. 10 Milliarden, ja, dafür können wir nochmal 1 Million Flüchtlinge reinholen. Das ist mit Sicherheit sinnvoller als kaputte Fahrzeuge, die nicht fahren, mit der 100. Lackschicht zu versehen. Das nennt man übrigens beim Bund Technischer Dienst. Ja? Da werden die Soldaten, die Rekruten, mit Eimer, mit Farbe ausgestattet und Pinsel, dann dürfen die 100. Lackschicht auf einem Fahrzeug aufbringen. Weil die Fahrzeuge aber nicht fahren, werden sie vorher aus der Halle rausgeschoben, dann werden sie gepinselt und wieder zurückgeschoben. Das ist natürlich im Ernstfall sehr nützlich, ja, wenn die Fahrzeuge dicke Lackschichten haben. Bringt enorm was. Hier, schlanke Parlamente, Ministerien. Haben Sie sich mal informiert, wie viele Abgeordnete wir im Bund, in den Ländern und in allen möglichen anderen Instanzen haben? Wie viele Verwaltungshierarchien wir überhaupt haben? Ja, da sind auch nochmal viele Milliarden drin. Warum sind Lehrer verbeamtet? Warum? Warum können das nicht normale Angestellte sein? Wenn man sie braucht, können sie arbeiten. Wenn sie nicht braucht, schickt man sie nach Hause, wie andere auch. Wir brauchen Lehrer, wir brauchen eine ganze Menge mehr Lehrer. Ja? Das ist überhaupt nicht das Problem. Ja? Wir könnten also wahrscheinlich sogar 600.000 oder 700.000 Lehrer gebrauchen. Nur warum müssen sie verbeamtet sein?
Ich sage Ihnen auch, warum ich das als kritisch empfinde. Ich hatte einige sehr gute Lehrer. Das waren meistens junge Lehrer, die total engagiert waren. Die wurden von einigen anderen älteren Lehrern richtig gemobbt. Und diese älteren Lehrer, das waren ja wesentlich höhere Dienstgrade, die wesentlich mehr Geld bekommen haben. Und die haben uns vor der Klasse, also einer speziell, hat erzählt, das ist ihm doch egal, was wir hier machen. Er bekommt seine, das liegt jetzt ein paar Jahre zurück, er bekommt seine 3.000 netto jeden Monat und der Rest ist ihm egal. So, Aussage vom Lehrer vor der Klasse. Warum kann man solche Leute nicht einfach nach Hause schicken und sagen, du hast den Job verfehlt? Können sie nicht, weil die verbeamtet sind. Die bekommen ihre Pensionen auch weiter. Man könnte also ein wesentlich günstigeres Modell finden, was wesentlich effizienter wäre. So, aber das Schlimmste ist für mich diese Behördenhierarchie. Schauen Sie mal, wir haben, ich fange mal von hinten an, Europa, wir haben Bund, also Deutschland, wir haben das Land, das Bundesland, wir haben die ADD, das war ursprünglich die Bezirksregierung. Man hat gesagt, wir bauen diese Behördenhierarchie ab. Wissen Sie, was man gemacht hat? Man hat die Beamtenzahl verdoppelt und gesagt, ihr bekommt neue Aufgaben. Ihr dürft jetzt die Schulen kontrollieren und einen anderen Quatsch machen. Und das sind die, die dann die Lehrer bei der Arbeit behindern. Aber es sind ganz wichtige Beamte, die sehr viel Geld dafür bekommen. Dann hat man den Kreis. Haben Sie sich mal Kreisverwaltung angesehen, was die da drin machen? Also ich kriege da mal Bauchschmerzen. Verbandsgemeinden haben wir. Und wir haben noch die Gemeinde unter Umständen. Ja. So, diese ganzen Verwaltungshierarchien haben wir. Und dann gibt es noch teilweise ein Problem mit der Zuständigkeit. Ja. Wer für was zuständig ist, da streitet man sich regelmäßig drüber. Und manchmal gibt es doppelte Zuständigkeiten. Dann weiß der Bund nicht, ob er sich da wichtig fühlen soll, was machen soll, oder das Land. Im Zweifelsfall streitet man sich oder man tauscht Informationen nicht aus. Sie haben die ganzen Geschichten in der Presse verfolgt, was da alles schon abgelaufen ist bei kriminellen Dingen. Ja, dass 30 einzelner Dienststellen daran beteiligt waren, einen Kriminellen beobachtet haben und es so lange ja, einfach geschehen lassen haben, bis derjenige dann zugeschlagen hat und mal ein paar Leute umgebracht hat. 30 Behörden, ja, unfassbar. Man muss natürlich auch mal nach der Sinnhaftigkeit fragen. Da kommen wir genau auf das zurück, was der Dirk Hesse vorher sagte. Eigentlich hat der Staat nur wenige elementare Aufgaben. Da soll er sich drum kümmern. Da soll er sich auch drum kümmern. Aber darum kümmert er sich nicht. Und alles andere bekämen die Bürger auch hin, wenn man sie lassen würde, wenn man ihnen das Geld lassen würde, um es zu machen. Ja, warum brauchen wir überhaupt Beamte? Ich weiß es nicht. Angestellte wäre genauso gut. Also es gibt ganz wenige Funktionen, wo in irgendeiner Art und Weise ein besonderer Status erforderlich ist. Und auch dann bin ich der Meinung, wenn Beamte kriminell sind, müssen sie auch behandelt werden wie andere Kriminelle und nicht wieder gedeckt werden durch irgendeine andere Stelle. Ja, das finde ich sehr, sehr bedenklich. Genau wie bei kriminellen Politikern. Ja, warum werden die besonders behandelt? Warum genießen die Immunität? Warum? So, da haben wir auch nochmal ein Einsparpotenzial von 50 Milliarden. Und dann schließlich die Pensionszusagen. Das hängt ja genau mit dem Beamtentum zusammen. Ja? Sie sichern einem Beamten zu, dass er später eine Pension bekommt, egal was er zwischendurch macht. Und wenn er goldene Löffel klaut, selbst dann bekommt er seine Pension. Sie haben bestimmt oft genug mitbekommen, was schon alles in der Vergangenheit da passiert ist. Warum ist das so? Wenn Sie in einer Firma sich als kriminell erweisen, dann werden Sie gefeuert und bekommen gar nichts. Aber ein Beamter bekommt seine Pension. Er wird ja gegebenenfalls in den Ruhestand entlassen oder freigestellt, wie man das auch immer nennt, bekommt sein Geld weiter. Was soll das? Agentur für Arbeit, ein wunderschönes Beispiel, ja. Ich hatte ziemlich intensiven Kontakt zur Agentur für Arbeit, als ich in Berufsschulen unterrichtet habe, weil manche Maßnahmen wurden auch von denen getragen. So, und wenn Sie sich dann ansehen, wie die Kurse zusammengestellt werden, dann muss man sich fragen, welche Kompetenz steckt dahinter, wenn da Leute zusammengestellt werden, die absolut keinen ähnlichen Level haben. Also ich bringe Ihnen jetzt wirklich ein ganz konkretes Beispiel. Da saß ein Sonderschulabbrecher neben einem Hochschulabsolventen. Das Problem des Hochschulabsolventen war, er kam aus Russland und von dem Arbeitsamt wurde seine Qualifikation nicht anerkannt. Mit Verlaub gesagt, dieser Ingenieur hatte 100-mal so viel Ahnung wie der Mensch vom Arbeitsamt, der ihn eingestuft hat. Aber der durfte nicht als Ingenieur arbeiten, der musste eine Ausbildung als Elektriker machen. Letztlich auf unsere Kosten. Ja? Und der Sonderschüler, ich habe nichts gegen die Sonderschule, um Gottes Willen, ich habe auch nichts gegen diese Menschen, nur der war überfordert mit den Anforderungen, die an einen Elektriker gestellt werden. Der saß im gleichen Kurs, die saßen nebeneinander. Ja, wir stellten so einen Kurs zusammen. Da gehört schon eine gewisse Ignoranz oder eine gewisse Unfähigkeit dazu, sowas zu machen. Aber das war die Agentur für Arbeit, die wir mit Steuergeldern finanzieren und die solche fantastischen Maßnahmen ins Leben ruft. Toll. So, man verwaltet Arbeitslosigkeit, das ist alles. Ja. Leute werden in Maßnahmen geschickt, die überhaupt nichts bringen. Da waren Leute ohne irgendwelche deutschen Sprachkenntnisse, das war jetzt eine andere Veranstaltung, die sollten ein Bewerbertraining machen.
Ja, ich hatte manchmal etwas Probleme mit diesen Sprachen. Ja. Also Türkisch kann ich leider nicht. Also musste ich im Internet das übersetzen auf Türkisch, damit der junge Mann wusste, was ich meine. Und der hat das dann wieder geschrieben. Ich musste es wieder eingeben in den Übersetzer und konnte so zumindest die Formalien erfüllen. Bewerbertraining, ja, toll. Also ich glaube, dazu muss ich nicht mehr erzählen, das ist hanebüchen. Und das ist keine Ausnahme, das ist die Regel. Ja? Also die Regel ist, dass solche Maßnahmen sehr heterogen besetzt sind. Und die Regel ist auch, dass diese Maßnahmen häufig gar nicht auf die Menschen zugeschnitten sind, für die sie eigentlich gedacht sind. Und was passiert? Es werden einfach Steuergelder verbraten, nichts weiter. Wenn man den Leuten helfen möchte, gibt es andere Möglichkeiten. Gute Bildungsangebote, vernünftige Bildungsangebote. Nur jemand, der das beurteilt, der muss auch Ahnung haben. Da kann man nicht einfach irgendjemanden hinsetzen. So, auch da reden wir nochmal über einige Milliarden Euro. Das könnte man sicherlich sinnvoller investieren als in die Verwaltung von Arbeitslosigkeit. So, was wollen wir im Prinzip erreichen? Wir wollen erreichen, dass wir mehr Freiheit haben. Ja? Die Menschen sollen selbst entscheiden und nicht der Staat. Eigentlich kann man jedem Menschen maximale Entscheidungsfreiheit zubilligen. Die einzige Grenze ist, er darf keinem anderen schaden. Genau da muss die Grenze sein. Und das gehört eigentlich zu einem, ja, moralischen Weltverständnis, egal ob das religiös begründet ist oder ethisch oder wie auch immer. Ja. Es kann nicht sein, dass ein Mensch einem anderen einfach so schadet, nur um Nutzen daraus zu ziehen. So, und dann natürlich mehr Freizeit. Warum müssen wir so viele Stunden arbeiten? Warum müssen wir den größten Teil unseres Lebens mit Arbeit verbringen und es bleibt nichts für die Familie übrig, für unsere Gesundheit, für Weiterbildung? Das wird uns alles gestohlen. Würden wir den Staat runterfahren, könnten wir das hochfahren und es würde uns besser gehen. Und wir hätten mehr Kaufkraft und ja, wir könnten uns mehr leisten. Alles Mögliche. Ich habe sehr viele Quellen übrigens von staatlichen Stellen bekommen. Das ist interessant. Der Staat sagt also hier, wir sind kriminell. Hier, schaut mal, so kriminell sind wir. Nur er schreibt nicht drüber, wir sind kriminell. Er schreibt nur hin, was er abzockt. Und wenn man die Zahlen sich ansieht und überlegt, was das eigentlich bedeutet, muss man sagen, es ist kriminell. Der Bund der Steuerzahler leistet da auch sehr wertvolle Arbeit, weil er einfach diese ganzen Missstände aufzeigt. Es gibt den Bund der Selbstständigen, auch der leistet einiges dazu, aber auch der Bundestag veröffentlicht einiges. Ja. Es gibt im Bundestag nicht nur Kriminelle, es gibt auch ein paar nette Menschen da, die sich wirklich bemühen, die aber leider an ihren kriminellen Kollegen scheitern. Aber auch da gibt es Leute, die sagen, dass das passt alles nicht. Ja, und dann kriegt man noch sowas wie den Fischer-Welteimer oder den Harenberg. Da stehen sehr viele aktuelle Zahlen drin. Also alles, was ich an Zahlen hier präsentiert habe, geht letztlich auf diese Werke zurück. Das sind also alles Zahlen, die offiziell sind, die ich mir nicht aus den Fingern gesogen habe und die Sie nachgucken können. So, und damit sind wir auch durch. Letzte Folie. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und diesem Vortrag gelauscht haben. Wenn es Fragen, Anregungen oder Kritik gibt, stehe ich gerne dafür zur Verfügung.